Guten Morgen! Heute wieder eine neue Folge von den Gewürzen der Welt. Nach dem positiven Feedback aus dem ersten Teil, heute nun Teil 2. Und ich möchte euch heute den Zimt vorstellen. Zimt wird aus der Rinde von Lorbeergewächsen, vornehmlich aus denen der Gattung Cinnamomum, gewonnen. Es gibt sehr viele Arten von sogenannten Zimt, aber die beiden gebräuchlichsten Arten sind der Ceylon-Zimtbaum aus Sri Lanka und die in China und Teilen Indien vorkommende Zimtkassie. Daher sind die Menschen, ich weiß übrigens bei beiden Begriffen ob man, nicht, ob man die so ausspricht, ne? Also Zimtkassie und Ceylon, sage ich einfach mal. Da sind den meisten Menschen eben auch nur der Ceylon und der Cassia oder Cassia-Zimt wird er dann genannt, ein Begriff. Wobei die zugrunde liegenden Gewächse natürlich auch in anderen Teilen der Welt angebaut werden. So wird der Ceylon auch in Madagaskar auf den Seychellen und in Indien kultiviert und auch der Cassia-Baum oder Zimt-Cassia, also man nennt ihn sowohl Cassia als auch Cassia in der Literatur, also der Cassia-Baum wurde mittlerweile nicht nur in China, sondern auch in Vietnam, auf Sumatra und in Japan gehegt und gepflegt. Zimt gehört weltweit zu den ältesten Gewürzen überhaupt. Man findet Hinweise auf die Zimtnutzung schon vor über 3000 Jahren vor Christus. Nach Europa ist der Zimt dann erst mit Vasco da Gama gekommen, der Portugiese, der 1498 ja erstmalig einen Seeweg nach Indien gefunden hatte. Der hatte dann dieses Gewürz dann von seiner Reise mitgebracht. Auch wenn im Verlauf der Reise arabische Kaufleute versucht haben, ihn daran zu hindern, konnte der Portugiese dieses Gewürz nach Europa bringen. Und wie wird denn der Zimt überhaupt geerntet? Das Prinzip ist bei jeder Zimtart unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen vergleichbar. Also, es widerspricht sich jetzt ein bisschen. Das Prinzip ist unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen vergleichbar. Das Grundprinzip ist vergleichbar, aber die Ausführung ist unterschiedlich. Aber ich möchte für die beiden größten Zimtarten das einmal darstellen. Als erstes werden vom Baum bei dem Ceylon-Zimt zweijährige und beim Cassia-Zimt 4- bis 7-jährige Schösslinge abgeschlagen. Diese werden dann sowohl längs als auch quer beschnitten und die entsprechenden Rindenstücke werden abgelöst. Die Rindenstücke sind dann ca. 1 Meter lang und werden ja in ihrer ersten ja, außerhalb von Mama Baum Nacht in eine Matte eingedeckt und beginnen schon in dieser Nacht zu fermentieren. Wenn dann der neue Tag für das Rindenstück anbricht, dann werden beim Ceylon-Zimt die äußeren gewürzreicheren Schichten abgeschabt, bis man dann auf die gewürzarme innere Schicht stößt. Beim Cassia-Zimt wird die komplette Rinde, so wie sie eben abgezogen wurde, genutzt. Am zweiten Tag werden dann die Rindenstücke ja, angefangen in den Schatten zu stellen und schonend zu trocknen. Und ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt dann, den natürlich nur der Zimtobermeister kennt, durch seine lange Erfahrung, werden die Rinden dann quasi dann auch in die Sonne gelegt. Also Zimt ist Rohkostqualität. Die Cassia-Rindenstücke sind ja, natürlich noch schön lang und werden einfach so zusammengerollt. Bei den Ceylon-Stücken werden aber die abgeschabten Rinden ineinander gesteckt. Diese abgeschabten Stücke nennt man übrigens Quills, so dass man dann auch sowas wie eine Rolle entsteht, die dann eben dann getrocknet wird. Aufgrund der Tatsache, dass man den Cassia-Zimt komplett verwendet, ist er vom Geschmack auch viel herber als der Ceylon-Zimt, der eher würzig und auch leicht süffig-süßlich rüberkommt. Natürlich ist der Ceylon-Zimt aufgrund ja, des höheren Materialaufwands und eben auch des zusätzlichen Arbeitsschritts auch wesentlich teurer als der Cassia-Zimt. Daher wird der Cassia-Zimt auch häufig als China-Zimt bezeichnet, weil er halt billig ist, wie halt so vieles aus China und eben auch seinen Ursprung in China hat und wird meistens eher als Pulver verkauft. Auch wird häufig schon mal Ceylon-Zimt auf die Packung draufgeschrieben und im Kleingedruckten erkennt man dann, dass 90% Cassia-Zimt enthalten ist und nur 10% Ceylon-Zimt beigemischt wurde. Und ja, vor dem fetten Ceylon-Zimt, was das Auge dann wahrnimmt, ein mit der Lupe gerade so zu identifizierendes Mit steht, also mit Ceylon-Zimt. Ja, passt ein wenig auf, denn ja, das Geschmackserlebnis ist schon durchaus unterschiedlich und Zimt ist eben ja nicht gleich Zimt. Die Qualität des hochwertigen Ceylon-Zimt wird in Ekel gemessen oder Ekelle, ich vermute mal es französisch in Ekel. Das geht dann von der Qualität 0, welches das hochwertigste Zimt darstellt, bis zur Qualität 4.
Ja, dieses sollte man eigentlich immer auf der Packung finden, müsste immer irgendwo draufstehen. Wenn nicht, dann geht einfach mal vom schlimmsten Fall aus. Da Zimt nun wirklich ein fettes Aroma hat, ist der Einsatz eigentlich auch nahezu in Lebensmitteln unbegrenzt, je nach Geschmack halt. Aber aufgrund der leichten Süße ist er vor allem in Backwaren, besonders natürlich zur Weihnachtszeit, ja auch in Breien, in Glühwein, in Schokolade oder auch in, generell in Süßspeisen zu finden. Bei der Aromatisierung von Likören, Tabakwaren und auch Parfüm wird allerdings kein so hergestelltes Zimt eingesetzt. Da gibt es auch das Zimtaroma, sondern das ätherische Öl von Zimtblättern von dem Baum oder den Spänen, die beim Verarbeiten anfallen. Also auch hier seht ihr wieder, in der modernen Wirtschaft wird alles verwertet. Und das ist auch gut so. Es gibt auch Kulturen wie die indische, für die das Zimt nicht nur für Süßspeisen genutzt wird, sondern auch eher für herzhafte Gerichte da diesbezüglich eingesetzt wird. Aber nicht nur die Verwendung als Gewürz, sondern auch in der Heilkunde hat das Zimt eine durchaus größere Bedeutung. Es wirkt desinfizierend, krampflösend, verdauungsfördernd und hilft bei Appetitlosigkeit. Im Ayurveda, was ja in Indien als die Volksheilkunde angesehen wird, kann oder wird es auch bei Wechseljahrbeschwerden bei Frauen oft eingesetzt. Was im Übrigen auch stimmig ist mit dem Einsatz innerhalb der traditionellen chinesischen Medizin. Etwas spiritueller, aber auch in mehreren Quellen im Internet nachzulesen, ist die Wirkung des Zimts auf die Kreativität und auf die Inspiration. Was aber wahrscheinlich, ja, ähnlich wie die Hilfe bei Appetitlosigkeit, einfach nur in einem stimmungsaufhellenden Effekt begründet ist. Das Aroma ist natürlich wieder den ätherischen Ölen geschuldet, deren Anteil 1-4% im Zimt ist. Die setzen sich beim Ceylon-Zimt aus Zimtaldehyd und Eugenol zusammen. Beide Substanzen gehören zu den Phenylpropanen. Der billige Cassia-Zimt enthält kein Eugenol, aber dafür Kumarin. Und bitte nicht jetzt aufschreien und sagen, ist doch geil, hilft gegen Krebs. Kumarin ist nicht Kurkumin. Das eine ist der gelbe Farbstoff im Kurkuma, der durchaus antikarzinogene Wirkung hat, und Kumarin ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der sogar im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Was aber sicher ist, zumindest ist, dass Kumarin reichlich genutzt zu heftigen Kopfschmerzen, Erbrechen und Schwindel führt. Bei höheren Dosen kann es auch zur zentralen Lähmung des Nervensystems oder zur Lähmung des zentralen Nervensystems, so besser ausgedrückt, führen, zu Atemstillstand und auch zum Koma. Daher auch oft der Warnhinweis, ne, den ihr vielleicht noch kennt von eurer Oma, nicht so viel Zimt zu essen. Aber das bezieht sich eben lediglich auf den billigen kumarinhaltigen Zimt, ne, den Cassia-Zimt aus China. Also, ich mag sie auch oft gerne dreckig und billig, aber beim Zimt tendiere ich dann doch eher zum Ceylon-Zimt. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und freue mich dann schon auf den nächsten Teil der Gewürzserie, weil durch so eine Recherche lerne ich selber natürlich auch wieder viel, viel Neues. Und gerade jetzt der Unterschied zwischen dem Cassia und dem Ceylon-Zimt, das war schon sehr, sehr interessant für mich, weil ich habe nämlich noch eine Dose Cassia-Zimt rumstehen. Ja, die muss ich dann irgendwie mal verbrauchen. Also, wenn ihr auch drauf brennt zu wissen, welche Gewürze denn euch auch ins Koma, zu Nervenzusammenbruch und zu Tod führen, dann abonniert meinen Kanal für die nächsten Folgen zu den Gewürzen der Welt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.